Die Zeit kommt nie mehr zurück. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich muss ja noch Chemie lernen. So ist das Leben eines zukünftigen Studenten. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Zeit kommt nie mehr zurück, sagt er. Und dann läuft er mit einem Lächeln davon. Ist die Geschichte von Takanaka nicht traurig? Hast du kein Mitleid? Er wird gar keine schönen Erinnerungen an die Schulzeit haben. Und was ist daran so schlimm? Wie bitte? Er wollte es doch so. Er hat es sich so ausgesucht. Ja, das stimmt schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass du so kalt und herzlos sein kannst. Was bin ich? Wenn du meinst, ich habe eben einen anderen Charakter. Das ist doch ganz normal. Ja? Eigentlich hat sie recht. Ich glaube, ich habe sie beleidigt. Du bist nicht kalt und herzlos. Im Gegenteil, du bist sehr mitfühlend. Du bist tolerant und lässt jeden nach seinen eigenen Vorstellungen leben. Sie ist böse auf mich. Tut mir leid, Miyuki. Ich nehme alles wieder zurück. Du bist ganz lieb und ich bin stolz darauf, dass du meine Schwester bist. Du brauchst mich jetzt gar nicht anzusäuseln. Ich bin anders als du und kalt und herzlos. Nein, das bist du nicht. Rechts aus dem Feld. Die Yamada-Schule punktet mit einem Run und kann ausgleichen. Ach, du bist es, Miyuki. Kommst du mit das Spiel ansehen? Was? Das nächste Spiel ist schon das Halbfinale. Interessiert dich das denn nicht? Ich kann nicht. Ich muss noch so viel lernen. Ach, vergiss doch mal das Lernen. Komm mit. Warum gehst du denn nicht alleine? Ach so, ich verstehe. Hä? Ein weiter Schlag, sie Kommst du jetzt mit? Warum hast du das gemacht? Weil ich nicht kalt und herzlos bin. Wie bitte? Ich will genauso sein wie mein Bruder. Hey, einen Moment, nicht so schnell. Keine Widerrede, wir gehen jetzt. Sollten wir uns nicht lieber beeilen? Nein, wir haben genügend Zeit. Heißt das, dass wir weiter so langsam gehen müssen? Genau. Ryuchi los, er ist doch sonst so pünktlich. Was machen wir denn, wenn er nicht kommt? Wir brauchen ihn doch. Wo haben Sie Ihren Helm? Tut mir leid, ich hab's furchtbar eilig. Das Spiel fängt gleich an. Wo ist Ihr Helm? Sei doch nicht so kleinlich, Bulle. Haben Sie Bulle gesagt? Oh, nein, 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 ich habe nur gesagt, ich habe... Was machst du denn hier? Helfen Sie mir bitte, ich bin in großen Schwierigkeiten. Was machen wir denn jetzt, Masato? Ich weiß es nicht. Wir hatten noch nie so viele Zuschauer. Masato! Ja? Sollen wir anfangen? Ja. Masato, gib alles für unsere Mannschaft! Da ist der Takanaka! Ich habe ein Rendezvous mit Takanaka, nicht wahr? Ja. Ihr habt ein Rendezvous? Warum haben denn unsere Cheerleader noch nicht angefangen? Weil Ryuchi nicht da ist und er gibt uns doch die Einsätze. Das ist aber dumm. Habt ihr denn nicht noch eine Uniform? Ja, die von Ryuchi. Sehr gut. Die probiere ich mal an. Was? Ich springe für ihn ein. Wow, wunderbar, Takanaka.
los geht's. Hier, bitte. Wie kamst du dazu, dich mit ihm zu verabreden, Miyuki? Weil ich eben nicht kalt und herzlos bin. Oh. Sieh dir das an. Er ist so glücklich. Seika-Schule, Achtung! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Ich kann nicht länger warten. Machen Sie das Blaulicht an. Das darf ich nicht. Das darf ich nur, wenn ich im Dienst bin. Wissen Sie, dass Ihre Tochter ihre nackten Beine im Stadion zeigt? Was? Meine Tochter zeigt ihre nackten Beine? Aus! Ich war noch nie so aufgeregt. Wir sind eine starke Gruppe. Unglaublich. Wenn das so weitergeht, dann gewinnt unsere Schule. Takanaka ist große Klasse. So traurig, jetzt haben wir doch verloren. An dir lag's nicht, Takanaka. Ach, wunderbar. Baseball ist ein blödes Spiel. Ja, wirklich zu blöde. Er tut so, als macht es ihm nichts aus. Aber wer weiß, vielleicht weint er nachher wie ein Schlosshund. Also, ich muss jetzt gehen und was lernen. Was? Vielen Dank. Ich hatte ein Rendezvous mit Miyuki. Mhm. Und ich hatte Spaß an einem Baseballspiel. Ich fühle mich jetzt entspannt und ausgeruht. Das nächste Mal ist das Glück auf eurer Seite. Bravo! Ich habe getan, was ich konnte. Hier, du Streber, es war ein schöner Tag. Ja, das war es. Masato? Mhm. Danke, oh, vielen Dank. Bravo, ihr wart großartig. Bravo. Unsere Mannschaft ist bis ins Halbfinale gekommen. Und wir haben im Koshin-Stadion gespielt.
Wir alle, besonders Takanaka, haben Großartiges geleistet. Glaube ich jedenfalls.